So, liebe Kinder, jetzt geht's los. Erstmal begrüße ich euch, liebe Studierende der Kinderuni. Im Namen des Rektorats freue ich mich, euch an der Universität Stuttgart begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Peter Leski. Ich unterrichte hier Mathematik an der Uni. Also wenn ihr mal später studiert und Mathematik-Vorlesungen habt, wer weiß, vielleicht begegnet ihr mir da. Ihr werdet heute eine Vorlesung erleben. Der Begriff Vorlesung, der stammt noch aus der Zeit, als Bücher sehr selten und teuer waren. Und das war dann so, dass ein Professor vorne gestanden ist und aus einem Buch vorgelesen hat. Das war dann die Vorlesung. Genau. Auch heute noch hören die Studierenden meistens zu, wenn der Professor spricht und unterhalten sich nicht nebenher. Ja, und ihr kennt alle das Zeichen, Ohren auf, Mund zu. Wenn ihr Fragen habt, seid bitte nicht traurig, wenn ihr während der Vorlesung nicht drankommt. Ihr könnt nach der Vorlesung dem Herrn Wössner die Fragen stellen oder ihr könnt sie auf der Internetseite stellen unter www.unistuttgart.de/kinderuni. Und das dürfte für einige von euch neu sein, aber ich glaube, ich habe schon vorhin gefragt, es sind auch viele schon mal da gewesen bei der Kinderuni, wenn euch etwas besonders gut gefällt, was macht ihr denn dann? Ja, genau. Genau. Super, super. Ihr wisst das schon ganz gut, man klatscht nicht, sondern man klopft auf den Tisch. Genau. Ob in Computerspielen auf Tische geklopft wird, das weiß ich nicht, da bin ich überfragt. Vielleicht wisst ihr da mehr als ich. Aber in Computerspielen, da ist das immer eine Welt, die nur im Computer existiert, durch die man dann sich durchklickt oder durchwandert oder irgendwie. Eine virtuelle Welt. Und um die wird es heute gehen. Dr. Wössner vom Höchstleistungsrechenzentrum wird euch zeigen, wie man so eine virtuelle Welt baut. Wie wir virtuelle Welten wahrnehmen, uns in ihnen bewegen und wie wir virtuelle Objekte anfassen können. Das finde ich spannend. Normalerweise beim Computerspiel, da sieht man das ja eigentlich nur. Und besonders spannend wird es, wenn er euch den Unterschied zwischen virtueller Realität und Augmented Reality erklärt. Habt ihr noch nie gehört? Ich garantiere euch, am Ende der Vorlesung könnt ihr euren Eltern und Großeltern den Unterschied erklären. So, lieber Herr Wössner, nun überlasse ich Ihnen das Reden und euch Studierenden wünsche ich viel Spaß und eine spannende Vorlesung. So, vielen Dank für die Einführung. Hallo, liebe Kinder. Ich finde es toll, dass so viele gekommen sind. Ich habe normalerweise nicht so viele Studenten. Ich unterrichte in den Masterstudiengängen, im Hauptdiplom und da sind es kleine Gruppen, wir haben kleine Hörsäle und heute ist schon was ganz Besonderes. Ich freue mich drauf. Genau, virtuelle Welten. Was ist es und warum brauchen wir es, warum machen wir es? Das will ich euch erklären. Also ganz grob, dass ihr schon mal wisst, um was es geht. Wir werden keine Computerspiele machen, sondern wir nutzen virtuelle Welten in der Wissenschaft und in der Anwendung in Firmen, um zum Beispiel zukünftige Produkte zu entwickeln, also neue Autos, neue Flugzeuge oder auch nur neue Küchenmaschinen oder Staubsauger. Ja? Also wir entwickeln virtuelle Objekte, die es jetzt noch gar nicht gibt. Man kann es aber auch einsetzen, um Dinge darzustellen, die es schon lange nicht mehr gibt. Wir werden da ein paar Beispiele aus der Archäologie uns anschauen, aus dem alten Griechenland. Und man kann es nutzen, um Dinge anzuschauen, die viel zu gefährlich wären, um dort hinzugehen, ja, oder viel zu weit weg sind. Auch da werden wir ein kleines Beispiel sehen. So, und woher komme ich? Ich komme hier vom Höchstleistungsrechenzentrum an der Universität. Was ist das? Das ist eine Einrichtung, die ganz große Computer hat. Einen davon seht ihr ganz oben in der Mitte. Das ist Hermit, gerade unser schnellster Rechner, der ungefähr ein Petaflop an Leistung hat. Was das heißt, sehen wir gleich auf der nächsten Folie. Wir haben noch viel mehr Rechner, die seht ihr alle hier auf dem Bild. Aber der eine ist ganz speziell. Der hat 113.000 einzelne Prozessorkerne. Jetzt habe ich mal nachgeguckt. Im Prospekt letzter Woche war ein normaler Laptop drin, den ihr alle kennt. Also Papa hat einen, Mama hat einen.
Das ist hier typischer Prozessor, ein Intel Core i3, der hat zwei von diesen Prozessorkernen. Also wir haben da 50.000 Mal mehr. Ja, und entsprechend schneller ist er auch. Das gleiche gilt für den Arbeitsspeicher. Typischer Arbeitsspeicher von einem normalen kleinen Rechner sind 2 Gigabyte und der Rechner hat 100.000 Gigabyte an Arbeitsspeicher. Sehr viel. Typische Festplatte, auf der die Daten gespeichert sind im Computer, hat 1 Terabyte in einem normalen Rechner, in einem Laptop. Und wir haben da 2.700 solche Festplatten in diesem Rechner. Der Rechner heißt Hermit. Seht ihr, was da auf der Folie ist? Das ist ein kleiner Käfer. Und zwar der Juchtenkäfer. Und nach dem ist unser Rechner benannt. Nur damit ihr wisst, wo der Name herkommt. So, was machen wir da? Wir haben große Rechner. Und wer nutzt die? Die Anwender, die bei uns die Rechner nutzen, das sind die ganzen Forscher an allen Universitäten hier in Deutschland. Die können einen Antrag stellen, können bei uns den Rechner nutzen und das für ihre Forschung einsetzen. Wir haben aber auch Firmen, die unsere Rechner nutzen. Da drüben sind ein paar Logos, die ihr wahrscheinlich kennt. Kärcher, kennt ihr, machen Staubsauger und Putzmaschinen. Porsche kennt ihr wahrscheinlich auch, den Daimler, die lokale Automobiler. Ich werde nachher von allen anderen auch noch Beispiele zeigen, dass man mir nicht vorwirft, ich würde Werbung machen. Und all die Firmen und Forscher können unsere Rechner nutzen und simulieren damit zukünftige Produkte oder wie der Weltraum entstanden ist oder wie kleine Grashüpfer sich im Gras bewegen. Auch da werden wir ein Beispiel sehen. Jetzt, wenn da gerechnet wird, dann entstehen da ganz, ganz viele Zahlen. Mit denen kann man nichts anfangen. Ja? Ihr könnt zwar Zahlen lesen, aber so viele Zahlen, wie der Rechner berechnen kann, könnt ihr gar nicht lesen und verstehen in eurem Leben. Und deshalb machen wir Bilder aus diesen Daten. Das nennt man Visualisierung. Und wenn man die Bilder sieht, dann kann man verstehen, was der Rechner berechnet hat und sieht dann, wie hier eine Wasserturbine funktioniert oder wie ein Auto funktioniert und warum es nicht davon fliegt, sondern auf der Straße bleibt. Um diese Bilder, die wir machen, nachher so darzustellen, dass die Nutzer, also ihr, das nachher auch gut begreifen könnt, schön sehen könnt, stellen wir die dreidimensional dar. Und wir haben da einen Raum, den nennt man Cave, wie eine Höhle, das ist ein englisches Wort für Höhle. Und in diesen Raum kann man reinstehen und da hat man um sich rum Bilder. Ganz ähnlich wie im 3D-Kino. Wer war schon mal im 3D-Kino von euch? Oh, die meisten. Hätte ich andersrum fragen sollen. Wer war noch nie im 3D-Kino? Oh, 2 Stück. Also ihr müsst nachher, ich merke es euch, ihr müsst nachher vorkommen, dann könnt ihr es euch anschauen. Also das, was wir machen, ist ganz ähnlich wie im 3D-Kino, nur können wir das noch ein bisschen anders machen, ein bisschen besser. Und zwar im 3D-Kino habt ihr auch so eine Brille auf. Das kennt ihr alle, oder? Ja? Also das hier ist genau so eine Brille. Und auf der Leinwand hier werden nachher 2 Bilder dargestellt. Ein Bild ist für das rechte Auge und das andere Bild ist für das linke Auge. Und diese Brille hier, die schält immer abwechselnd ein Glas durchsichtig und das andere undurchsichtig. Und wenn man das schnell genug wechselt, ganz schnell, sodass ihr das gar nicht seht, dann sieht es für das Gehirn so aus, als ob ihr mit beiden Augen ein unterschiedliches Bild seht. Und dadurch habt ihr diesen dreidimensionalen Eindruck. Wenn ihr jetzt aber, wenn wir hier ein Haus darstellen, ja, oder nehmen wir hier diese Kiste, wenn wir die darstellen und da drum rumlaufen, dann sieht die anders aus, wenn ich die von hinten anschaue. Ja? Das heißt, die Bilder müssen angepasst werden an die Position dieser Brille. Und dazu haben wir hier 2 Kameras oben an dieser Leinwand angebracht. Und die Kameras erkennen die Position und Orientierung dieser Brille. Da sind so kleine Kügelchen dran, seht ihr die? Ja? Und diese Kameras erkennen die Kügelchen und dadurch kann der Rechner nachher
die Position der Brille bestimmen und die Bilder richtig ausrechnen. So, und das schauen wir uns jetzt am besten mal an. Das Tracking ist ausgegangen. Gut, wunderbar. Und dazu habe ich einen Assistenten. Den habe ich mir vorher ausgesucht. Tut mir leid, aber nachher können auch noch ein paar andere kommen. Der Sebastian, wäre so nett. Er darf das mal zeigen, wie das funktioniert. Also er zieht diese Brille auf und dann sieht er jetzt das, was ihr hier oben oder auf der Leinwand seht, sieht er dreidimensional. Ja? Wenn das alles funktioniert, kommst du mal ein bisschen näher. Gut. So, und was wir hier sehen, ist ein Auto. Hat es jemand erkannt, was für ein Auto das ist? Audi, habe ich gehört. Super. Mensch. Hätte ich nicht erwartet, aber hier sind Autokenner dabei. Das ist ein Audi A8 und ich habe den jetzt mal ein bisschen größer gemacht. Jetzt ist er fast so groß wie ein richtiges Auto und liegt hier vor uns. Ja? Und Sebastian, kannst du mal unten drunter gucken unter das Auto? Genau. Oh, es ist zu tief. Muss man ein bisschen hochtun. Also er kriecht da drunter und sieht das Auto jetzt von unten. Jetzt kannst du mal wieder hochkommen und dann sieht er das Auto wieder von oben. Ja? Also man sieht die Bilder immer aus der richtigen Perspektive. Das bedeutet auch, dass man das Auto nachher anfassen kann, wie ein richtiges Auto. Kannst du es mal probieren? Er hat jetzt hier diese Maus in der Hand. Wenn du den rechten Knopf drückst, genau, dann hast du das Auto in der Hand und kannst es bewegen. Kannst du mal drücken? Oh, mag gerade nicht. Einen Augenblick, darf ich mal? Ah, das war jetzt ungeschickt. Das ist immer so, ja, wenn man so eine Vorführung macht, dann geht es schief. Ja? Und wir haben auch schon den Schuldigen gefunden. Der Kollege Fotograf ist an den Pfosten gekommen und deshalb stimmt die Kamera nicht mehr. Aber der Wolfgang wird das Ganze richten, während ich im Vortrag weitermache. Also wir gucken uns das nachher gleich nochmal an. Ja? Schauen wir mal, ob wir das Gleiche nochmal anschauen oder dann gleich den nächsten Datensatz. Kannst du neu kalibrieren, bitte? So. Also, ich habe euch ein Bild mitgebracht, einen kleinen Film. Da seht ihr, wie das Ganze bei uns in der Cave aussieht. Da links sieht man ein Kohlekraftwerk und die Flamme im Kohlekraftwerk. Habt ihr das gesehen? Da brennt ein Riesenfeuer. Und in Realität kann man nicht in dieses Kohlekraftwerk gehen. Es wäre viel zu heiß. Ja? Deshalb stellen wir das Ganze in der virtuellen Umgebung dar. Und da können wir in das Kohlekraftwerk reingehen und uns die Temperaturverteilungen in diesem Raum anschauen. Wir können uns anschauen, wie die Kohle in das Kraftwerk geblasen wird, wo sie anfängt zu brennen und ab wann die ganze Kohle verbrannt ist und der Sauerstoff aufgebraucht. Und wozu macht man das? Um zum Beispiel den Schadstoffausstoß zu verringern. Kohlekraftwerke sind nicht schön, die stinken ziemlich. Ja? Es sei denn, man stellt sie ganz gut ein und dann kriegt man das so hin, dass die Umwelt nicht zu sehr belasten. Ja? Und wir versuchen hier, die bestehenden Kohlekraftwerke so gut es geht zu optimieren, dass sie am wenigsten Schadstoffe ausstoßen und die neuen, die gebaut werden, auch von vornherein so zu bauen, dass die nachher gut funktionieren. Das Gleiche können wir mit der Wasserkraft machen. Und zwar zeige ich euch hier auch einen kleinen Film. Das ist ein Wasserkraftwerk ganz hier in der Nähe am Neckar in Kiebingen. Es ist ein kleines Dorf, ungefähr zwischen hier und Tübingen, wenn euch das was sagt. Und dort hat die ENBW ein kleines Wasserkraftwerk. Und das ist ziemlich alt, das sieht man hier an diesem Gebäude. Ja? Das ist so ja, 90, fast 100 Jahre alt. Und die Turbine war kaputt, die ging nicht mehr richtig. Und jetzt konnte man das einfach neu machen oder sie haben sich überlegt, man könnte es besser machen. Und deshalb sind sie hier an die Universität gekommen, ans Institut für hydraulische Strömungsmaschinen und mit denen zusammen haben wir eine neue Turbine entwickelt. Die zeige ich euch jetzt. Auch wieder in der virtuellen Welt.
Also man sieht hier dieses Kraftwerk, dreidimensional vor sich, man kann durchlaufen, man kann unten reintauchen, mit dem Wasser durch die Turbine schwimmen. Man sieht hier so kleine Kügelchen, die entsprechen kleinen Wassertröpfchen, die da durchfließen. Und hier vorne im Bildmitte seht ihr den sogenannten Leitapparat. Das ist das erste Bauteil von dieser Wasserturbine. Und der hat jetzt so einen Stift in der Hand und ein Tablet-PC. Damit kann er Parameter einstellen und neu simulieren. Was wäre, wenn wir die Schaufel jetzt ein bisschen biegen? Und nach ein paar Sekunden seht ihr, gibt es neue Farben auf dieser Schnittfläche. Das sind dann neue Berechnungsergebnisse. Und daraus kann er erkennen, ob die Schaufel besser geworden ist oder schlechter. Bei diesem Fall konnte die Stromproduktion um 30% gesteigert werden. Das ist sehr, sehr viel. Ja? Also das ist ja fast doppelt so viel, wie man vorher hatte. Ja? Und das aus demselben Fluss kann man jetzt viel mehr Strom produzieren. Gut. Und haben wir noch Zeit? Wir gucken uns ein anderes Beispiel an und schauen das an dem nächsten Beispiel an. Also wir bauen viele Autos, wir optimieren neue Autos, neue Flugzeuge, neue Schiffe, Schiffspropeller, all das kann man erstellen. Aber auch in der Stadtplanung, in der Architektur kann man das einsetzen. Wenn ihr schon mal euer Zimmer umgeräumt habt, dann habt ihr euch überlegt, wie ihr es denn umstellen sollt, ja, und wusstet nicht genau, wie das nachher aussieht. Und es ist schon ziemlich aufwendig, die ganzen Schränke und Tische zu verschieben und das Bett ins andere Eck zu stellen. Wenn es euch nicht gefällt, müsst ihr es wieder rumschieben. Hier könnt ihr das euch vorher schon mal anschauen. Und in dem Fall, das ist eine Kooperation mit der Technischen Universität in Wien. Dort wird ein ganz neuer Stadtteil entwickelt. Das heißt, es war früher mal ein Flughafen, ein Militärflughafen, und der wird jetzt umgebaut zu einem Wohngebiet und einer kleinen Stadt, einem richtigen Stadtteil. Die Seestadt Aspern. Da gibt es in der Mitte einen kleinen See, daher hat die ihren Namen, und da drumherum werden lauter neue Gebäude gebaut. Und bevor man das baut, kann man sich das schon mal virtuell anschauen. Also das ist in die Zukunft. Das haben wir aber schon gesehen. Genau, da habe ich auch noch einen kleinen Film, wie man das dann machen kann. Und zwar seht ihr hier Häuser auf einem Tisch. Das ist ein großer Tisch, funktioniert ganz ähnlich wie ein iPad oder so ein Tablet, das ihr vielleicht ein paar von euch zu Hause habt. Aber der kann nicht nur Finger erkennen, sondern auch die Objekte, die man draufstellt. Der erkennt also die Häuser, die man hier hinstellt. Und der Rechner im Hintergrund weiß jetzt, wo die Häuser stehen und berechnet die Luftströmung um diese Gebäude. Damit kann man das nachher so planen, dass die Schadstoffe von der Straße nicht in die Wohngebiete ziehen und es nicht stinkt, ja? Und dass nachts frische Luft in die Stadt kommt und es im Sommer nicht zu heiß wird. All das kann man damit schon sehr, bevor man die Häuser baut, planen. Und während man das auf dem Tisch hinstellt, kann man das auch gleich in der virtuellen Umgebung sich anschauen, zwischen den Häusern durchlaufen und sehen, wie das nachher aussieht. Ja? Also das war die Sache in die Zukunft geplant. Wir können aber auch in die Vergangenheit schauen. Und da lade ich euch jetzt ein nach Ephesos. Ephesos ist eine alte griechische Stadt und die ist... Heutzutage ist die in der Türkei und dort stehen sehr viele alte Gemäuer rum. Ich zeige euch die jetzt einfach mal dreidimensional. Und hier gucken wir, dass mal ein paar Leute, die zwei, die noch nie im 3D-Kino waren, könnt ihr mal kommen? Kommt ihr mal vor? Ihr auch nicht? Ja, dann kommt mal schnell raus. Komm runter. So, also ich habe nur 5 Brillen. Das heißt, eine letzte noch und nachher kommen noch mehr dran. Aber leider können nicht alle, weil wir haben nur so wenige Brillen. Guck mal, du darfst auch noch. Und nachher kommen die anderen oder ein paar der anderen dran. Kommt alle vor, die ihr jetzt eine Brille habt? Hei, hei, hei. So.
Und einer darf noch. Kommst du? Guck mal. Oder warte mal, können wir tauschen? Nimmst du die Brille? So, du bist ein bisschen größer. Ja. Du kommst auch noch dran. Setz dich da hin und dann kommst du dran. Irgendwo da hinten, aber nachher kommst du erst dran. So, jetzt gehen wir nach Ephesus. Und zwar, wie bekommt man diese Stadt in den Rechner? Das ist jetzt noch die große Frage. Wir haben das so gemacht, der Kollege aus Wien, der Robert Kalasek, der ist dort hingefahren mit einem Laserscanner. Ein Laserscanner ist ein kleines Gerät und es misst den Abstand zur nächsten Wand. Und das misst er ganz, ganz oft. Und jetzt haben wir überall, wo der eine Wand gemessen hat, haben wir eine kleine Kugel gezeichnet. Werden wir gleich hier oben auch auf dem Bildschirm sehen, für die, die von hinten sonst zu wenig sehen. So, seht ihr das alle dreidimensional? Ja? Kommst du mal ein bisschen näher, bitte? Einfach ein bisschen näher. Noch weiter, noch näher. Trau dich. So, jetzt. Jetzt stimmt es von der Perspektive. So, jetzt laufen wir ein bisschen durch Ephesus. Vor euch diese vielen Säulen, das ist die Celsius-Bibliothek. War schon mal jemand in Ephesus? Ah, hier waren ein paar. Dann könnt ihr ja nachher sagen, wo wir hier hingehen müssen, dass wir was Schönes sehen. Und wenn wir uns umdrehen, da steht ein Baum, ja, auch den hat er erkannt, der Laserscanner. Dann sehen wir hier so eine Gasse, das ist die Korinthenstraße. Und wenn wir da hochlaufen, also wenn man jetzt weiter hochlaufen würde auf den Berg, da ist der Hadrianstempel, auch sehr schön. Aber wir gucken uns mal hier das Oktagon an. Also hier rechts seht ihr jetzt keine einzelnen Punkte mehr, sondern ein Flächenmodell. Jetzt sieht es schon ein bisschen schöner aus in hellgrau. Und auf diesem Platz, da lagen noch ein paar Trümmer rum. Da lagen Säulen und ein paar Wandsteine. Und die können wir jetzt wieder darstellen. Kannst du die mal einblenden? Danke. Also ihr seht hier in rosa die Säulen, in pink die Wände und in grün oben das Fries, ein sehr schönes Fries. Also nicht alles davon ist erhalten, aber das, was erhalten ist, hat man gescannt und kann es hier jetzt virtuell wieder darstellen. So, jetzt fragt ihr euch, warum gehen wir nicht alle nach Ephesus? Wäre doch viel schöner, da ist es warm und nicht so kalt wie hier draußen. Das wäre zwar eine gute Idee, aber wenn ihr dorthin kommt, dann seht ihr das alles nicht. Die Steine sind schon lange nicht mehr da, die sind überall über die Welt verstreut in den Museen. Das heißt, man könnte das dort gar nicht sehen, so wie wir das hier jetzt anschauen können. Und die Wissenschaftler können jetzt hier ausprobieren, wie die Steine zusammengehören und wie das mal früher ausgesehen hat. Ja? Wir können auch mal nach unten schauen. Wenn du mal ein bisschen näher rangehst, kannst du runtergucken. Ja, genau. Da unten muss irgendwo ein Loch sein. Hier ist ein Loch, siehst du das? Ja. Also in das Loch gehen wir jetzt mal runter. So, und dann sind wir in einer kleinen Höhle. Also man hat sich gefragt, was dieses Oktagon überhaupt ist, ob da mal ein Springbrunnen war oder einfach nur eine Bank, wo man sich ausruhen konnte, ein schönes Gebäude, ja, oder ob das ein Grab war. Und deshalb hat man gegraben und dort unten tatsächlich einen Sarkophag gefunden. Wer da genau begraben liegt, darüber diskutieren die Archäologen noch, aber wir haben ihn schon mal gesehen. Und da oben ist das Loch, über das sie reingekommen sind, da können wir jetzt wieder rauskriechen und dann sind wir gleich wieder oben. Gut. So, jetzt haben wir Ephesus gesehen. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Gut. Ich nehme die Brillen wieder. Danke. Das da im Bild, der mit dem grünen Pullover, das ist der Robert Kalasek, Kollege aus Wien. Und der hat den netten Job, der sitzt immer
in Ephesus in der Sonne. Tagsüber kann man diese Laserscans nicht machen, weil die Sonne stört. Da muss er also in der Sonne liegen und warten, bis es Abend geworden ist. Und dann, wenn es schön kühl ist, dann fängt er an zu arbeiten und hat ein sehr schönes Leben. So, jetzt haben wir ganz viele virtuelle Dinge gehabt, aber die kann man nicht anfassen. Und manchmal will man etwas anfassen. Ja? Wenn ihr wissen wollt, wenn ihr ein neues Auto plant, dann wollt ihr auch wissen, wie sich das anfühlt. Ja? Das heißt, reale Prototypen, reale Autos sind manchmal auch ganz sinnvoll. Und jetzt will ich euch zeigen, wie wir virtuelle Welten mit realen Welten verbinden können. Und zwar sehen wir das hier in einem kleinen Video. Ich habe da so eine Brille auf. In der Brille sehe ich das, was ihr oben rechts in dem kleinen Bild seht. Das ist ein Stempel einer Tiefziehanlage. Da wird ein Napf in ein Blech tiefgezogen. Ja? Und ich zeige euch das jetzt am besten mal live, dann seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. Und zwar hier. Was ich dazu brauche, ist eine kleine Kamera. Das ist eine Kamera, wie ihr sie alle kennt, von der Videokonferenz, vom Skypen, wenn ihr das mal genutzt habt. Und da brauche ich jetzt noch meine Assistentin. Und ich habe auch schon eine rausgesucht. Und zwar darf ich euch vorstellen, meine Tochter, die Jule. Kommst du mal? Gut. Das ist die Jule. Sie ist 7 Jahre alt und geht in die 2. Klasse. Und darf euch heute ein kleines Auto zeigen, das ich mitgebracht habe. Das ist ein Cayman, ein Porsche Cayman. Und im Bild, dort oben in der Projektion, seht ihr jetzt zusätzlich zu dem Auto auch die Luftströmung um dieses Fahrzeug. Ja? Und ich kann jetzt um das Auto drumherum gehen, von links gucken oder von rechts gucken. Oder die Jule kann das Auto mal rumdrehen, sodass ich das von vorne sehe. Danke. Oder von hinten. Auch das müsste funktionieren. Ja. Oder wir können gucken, wie die Luft unten um das Auto drumherum strömt. Kannst du mir mal von unten zeigen? Ja, so. Gut. Jetzt seht ihr hier die Stromlinien und daran erkennt man, wie viel Luft unter dem Auto durchgeht und wo der Luftwiderstand erzeugt wird, der jetzt zum Beispiel den Spritverbrauch bestimmt und der dafür sorgt, dass euer Papa mehr Geld zahlen muss an der Tankstelle. Ja? Was wir noch sehen, kannst du nochmal rumdrehen, ist eine Schnittfläche über dem Auto. Seht ihr diese Farben? Ja? Diese farbige Schnittfläche, die ist hier mitten im Auto. Und die zeigt uns den Druck der Luft an. Wenn wir vorne mal an die Schnauze gucken, kannst du mal die Hand wegtun, genau, dann sieht man da vorne so einen roten, eine rote Stelle. Ja? Guck mal ein bisschen von der Seite, dann sieht man die sehr schön. Das ist der Druck vor dem Fahrzeug, der den Luftwiderstand verursacht. Dadurch wird das Auto abgebremst. Und oben über dem Fahrzeug wird die Luft beschleunigt und es entsteht ein Unterdruck. Dieser Unterdruck hebt das Auto von der Straße weg. Wenn das Auto jetzt zu schnell fährt und man das Auto falsch gemacht hat, gebaut hat, dann fliegt das Auto weg. Das ist schon mal passiert. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Da wart ihr noch ein bisschen klein. Kennt ihr einen Audi TT? Die erste Version von dem Audi TT, wenn die zu schnell gefahren sind, dann ist das Auto fast weggeflogen. Deshalb haben die dann nachträglich noch einen Spoiler dran gemacht. Und wenn man das vorher sich anschaut, kann man das im Rechner bestimmen und dann von vornherein schon mal einen richtigen Spoiler anbauen. Gut, vielen Dank, Jule. So, ich habe euch noch was mitgebracht. So. Wo haben wir das? Und zwar eine kleine Flasche. Also, es wird ja genau gleich. Ich habe hier eine Kamera. Oh. Wir warten noch kurz auf das Bild. Diese Flasche hier,
da werden Medikamente drin gelagert, also oder Flüssigkeiten, die man für Tests braucht in den Kliniken. Und um diese Flaschen zu befüllen, das zeige ich hier vielleicht nochmal kurz, hat man hier solche Nadeln, ja, in der Maschine kommt diese Nadel rein und füllt hier eine Flüssigkeit in diese Flasche. Dabei muss man aufpassen, dass kein Staub mit in die Flasche kommt. Ansonsten könnte das ungünstig sein für den, der nachher diese Flüssigkeit zum Beispiel in die Blutbahn bekommt. So, und hier können wir uns jetzt anschauen, an der realen Flasche, wie die Luft während des Befüllens um die Flasche strömt, und dann sehen wir, ob da irgendwelche Staubpartikel in die Flasche kommen können oder nicht. Ja? Also oben sieht man in Grau diese Nadel, und wir können auch von unten drauf gucken, ja, da sieht man, wie die Luft um die Flasche strömt und da entlang streicht. Also sieht ganz gut aus, in die Flasche geht eigentlich nichts von diesen Partikeln. Gut. So. Das Ganze kann man nicht nur bei Autos und Flaschen nutzen. Wir haben hier zum Beispiel Beispiele aus der Elektrodynamik. Ihr kennt vielleicht, ihr habt vielleicht so ein kleines Funkauto, ja, und da ist eine Antenne dran und die strahlt elektromagnetische Felder aus. Keiner weiß, wie so ein elektromagnetisches Feld aussieht, oder wisst ihr das? Ja? Also ich habe es noch nicht gesehen. Aber da oben, da könnt ihr es euch anschauen. Mithilfe dieser erweiterten Realität kann man eben auch Dinge sichtbar machen, die man im echten Leben einfach nie sehen würde. Wie hier an solchen Antennen, die elektromagnetischen Felder oder einfach nur das Magnetfeld an einem Stabmagneten in dem kleinen Bild unten rechts. Dann genauso wie hier mit dem kleinen Auto, wie wir das vorher gezeigt haben, wird es am Kraftfahrzeuginstitut im Windkanal gemacht. Das heißt, da hat man kleine Modellautos, die man in den Wind stellt und dann in einem Experiment ermittelt, wie gut das Auto von der Luft umströmt wird und ob es abhebt oder nicht und ob die Scheiben verschmutzen oder nicht. Und das können wir eben auch mit dieser erweiterten Realität dann genau beobachten. Man kann es nicht nur mit kleinen Autos machen, mit Modellen, wie ich es hier hatte, sondern auch mit großen Autos oder Motorrädern oder noch größer. Das hier sind Bilder aus dem Windkanal in Portland. Portland ist an der Westküste in Amerika und dort werden solche großen Laster entwickelt und die haben einen Windkanal, wo man einen ganzen Laster reinstellen kann. Und auch dort haben wir dann die Berechnungsergebnisse auf diesem realen Auto uns anschauen können. So, jetzt schauen wir uns nochmal, gehen wir wieder zurück nach Deutschland und zwar in den Schwarzwald. Wart ihr alle schon mal wandern im Schwarzwald? Ja? Nein? Ein paar, also viele waren schon mal da. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Schwarzwald ist eigentlich ganz schön. Und der wird auch für die Energieproduktion, für die Wasserkraft genutzt und das schon seit Jahrzehnten, seit über 100 Jahren inzwischen. Und wir gucken uns hier einen kleinen Bereich an, um die Stadt Forbach. Dort gibt es ein bestehendes Kraftwerk und da wird gerade überlegt, ob man das Ganze nicht erweitern soll zu einem sogenannten Pumpspeicherkraftwerk, um Energie speichern zu können. Wenn man sich das anschaut, dann darf man nicht nur die Stromproduktion anschauen, sondern man muss sich auch überlegen, wie das Ganze auf die Natur wirkt. Was sagen die Tiere, die darum leben, die jetzt auf einmal nicht mehr da grasen können, wo sie vorher waren? Oder die Forstwirtschaft, die Förster, die jetzt ihr Wild nicht mehr da haben, wo sie es gerne hätten? Oder die Bäume nicht mehr so schlagen können wie vorher? Oder der Tourismus. Ihr wollt ja weiterhin dort wandern können und nicht vor einem großen Zaun stehen. Und dass man sich das vorher schon mal anschaut, dafür machen wir eben auch virtuelle Welten. Und eine davon schauen wir uns jetzt hier wieder an.
Und da dürfen wieder 5 Kinder kommen. Nee, 6. Ich glaube, es wollen mehr, als ich Brillen habe. Du darfst nicht, du warst schon. So, wir hatten einen, der war vorher, wollte unbedingt, also du darfst mal, warst du vorher schon mal? Ja. Ja, schon ehrlich sein. Du darfst. Oh. Du warst vorher schon da, gell? Genau. So, und ein letzter. Mensch, eine noch. Du darfst noch kommen. Ja. Ja, dann sie. Ist egal wer. Oh ja, wir haben noch Zeit. So, du bist mir zu klein. Nimmst du mal die Brille. Du kriegst die hier. So, darfst aber trotzdem gucken. Also wir sind jetzt im Nordschwarzwald, nahe einer kleinen Stadt namens Forbach. Und die schauen wir uns jetzt an. Unter uns ist der Fluss, ein kleiner Fluss, der heißt Murg. Ah, da. Wolfgang hat gerade ein bisschen Wasser eingelassen und jetzt sehen wir da unten das Wasser und wenn wir dem Fluss folgen, dann kommen wir hier zu der kleinen Stadt Forbach. Hier vor uns seht ihr eine kleine Holzbrücke über den Fluss, seht ihr die? Das ist die älteste in Deutschland, glaube ich, die älteste Holzbrücke. Und da hinten haben sie eine schöne Kirche, auch auf die sind sie stolz und ansonsten haben die nicht nur so weiße Häuser, wie ihr sie hier jetzt seht, mit Flachdach, sondern eher so Schwarzwaldhäuser, wie wir sie hier drüben sehen, einen Augenblick, hier links. Aber wir waren einfach zu faul, alle Häuser so zu bauen, wie sie dort wirklich stehen. Und deshalb haben wir für den Rest der Häuser nur Würfel hingestellt. Also normalerweise sehen die Häuser eher so aus. Jetzt haben wir hier ein kleines Wasserkraftwerk, über das wir drüber geflogen sind, ein Laufwasserkraftwerk, das interessiert uns weniger. Gerade schauen wir uns das Rudolf-Fettweis-Werk an. Das ist also ein sehr großes Kraftwerk, das es schon seit über 90 Jahren dort gibt. Und es bekommt sein Wasser aus diesen 3 Druckrohrleitungen, die wir jetzt vor uns sehen. Und wenn wir denen folgen, dann sehen wir 2 davon. Die gehen hier in einen Stollen und gehen weiter hoch an die Murg. Dort wird das Wasser angestaut und zum Kraftwerk geleitet. Und die 3. Leitung, die geht hier in den Berg. Und wenn wir da drüber fliegen, dann kommen wir auf der anderen Seite des Berges zu der Schwarzenbachtalsperre. Und dort kommt das Rohr wieder aus dem Berg. Und hier fließt also das Wasser von diesem Stausee zum Kraftwerk. Ihr habt wahrscheinlich alle schon mal von der Energiewende gehört. Ja? In Deutschland haben wir uns entschieden, die Atomkraftwerke abzustellen und stattdessen mehr Windkraft und mehr Wasserkraft zu nutzen, mehr Solarkraft. Das Problem ist, dass manchmal die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Und während dieser Zeit wollt ihr trotzdem Fernseh gucken oder was Warmes zu essen bekommen. Ja? Das heißt, ihr wollt trotzdem Strom haben. Und um den Strom zu speichern, gibt es hier die Möglichkeit, solche Pumpspeicherkraftwerke zu bauen. Dazu baut man auf einem der Hügel um diesen Stausee ein neues Becken. Und das können wir uns hier jetzt mal anschauen, wenn wir da hochgehen. Na? Oh, kannst du ein bisschen leiser machen. So, wenn wir hier oben sind, dann sehen wir so einen Stausee, wie er hier sein könnte. Also den gibt es noch nicht, der ist nur geplant. Und Wolfgang, kannst du mal ein bisschen Wasser reinpumpen? Also wenn die Sonne scheint und der Wind weht, dann pumpt man Wasser in diesen Stausee, bis er voll ist. Und wenn man dann nachts, wenn der Wind nicht weht, wenn wir dann Strom brauchen, dann kann man das Wasser wieder durch die Turbine laufen lassen und wieder Strom produzieren. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache. So, und weil ihr wahrscheinlich nicht wisst, wie sowas genau funktioniert, gucken wir uns das jetzt im Detail an. Und zwar springen wir hier ins Wasser.
Achtung, Platsch. Ihr habt Glück gehabt, dass ihr nicht nass geworden seid. Also wir können in diesen virtuellen Welten schöne Bilder machen. Ton habt ihr auch gehört. Man hört hier gelegentlich den Auerhahn ein bisschen krächzen. Und man kann auch Gerüche darstellen. Aber Wasser haben wir noch nie gemacht. Das müssen wir mal noch machen. So, hier fließt das Wasser durch einen Rechen in ein großes Rohr. Das sehen wir jetzt hier vor uns. Und wenn wir dem nach unten folgen, dann sehen wir, dass das Rohr unterirdisch zu einem Kraftwerk leitet. Und da, wir sind unter der Erde, habt ihr oben die Bäume gesehen, ja? So. Und jetzt kriechen wir hier wieder in das Rohr zurück. Und jetzt sind wir in der Wasserturbine. Wenn wir da weitergehen, dann sehen wir rechts neben uns die Leitschaufeln, den Leitapparat. Und wenn wir da durchkriechen, es wird ein bisschen eng, so, dann sieht man hier das Laufrad. Das ist die eigentliche Turbine, die sich dreht und oben drüber ist der Generator, der Strom erzeugt. Und wenn wir da jetzt weiter durchgehen, oh, jetzt wird es arg eng, und nach unten, dann kommen wir in einen Bereich, da sieht man wieder, ähnlich wie vorher bei diesem Auto, bei dem Audi, so Stromlinien und eine Schnittfläche mit Farben drauf, an denen kann der Ingenieur erkennen, ob diese Wasserturbine gut funktioniert, ob die effizient den Strom produziert oder nicht. Ja? Und hier im Haus geht es jetzt wieder nach oben. Wir folgen hier diesen Stromlinien nach oben. Das sieht man jetzt leider nicht, weil wir oben kein Bild haben, aber wir sollten bald oben angekommen sein. Und da geht es wieder raus in den See. Jetzt sind wir hier wieder auf dem See. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr gern mal nach Forbach in den Schwarzwald gehen. Oben auf dem Berg, da wo wir vorher waren, da gibt es einen schönen Wanderpfad, den Luchspfad und den Wildnispfad. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall im Sommer dann mal wandern gehen, ist sehr schön. Gut. Hat es euch gefallen? Ja. Gut, super. Nochmal. Na, hat's gefallen? Dankeschön. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Es kommt noch ein bisschen mehr. Also wir machen nicht nur Autos, sondern auch Grashüpfer. Das Institut für Landschaftsplanung und Ökologie, ILPÖ, hier in Stuttgart, ist mal zu mir gekommen und mit dem Anliegen, Grashüpfer zu simulieren. Da habe ich gesagt, ja, können wir machen. Was macht man mit Grashüpfern? Also wenn ihr Projekte habt, wie dieses hier zum Beispiel, dann wollt ihr sicherstellen, dass die Grashüpfer auch nachher noch leben, nachdem ihr gebaut habt. Und hier ging es jetzt zum Beispiel um eine Gegend bei Ofterdingen. Da sollte eine Umgehungsstraße gebaut werden. Und wenn man da eine Straße baut, dann können die Grashüpfer nicht mehr von einer Seite auf die andere Seite der Straße. Die werden alle überfahren und kommen gar nicht auf der anderen Seite an. Das wäre schade. Und deshalb versucht man vorherzusagen, wo die Grashüpfer hingehen und macht ihnen dann eine Brücke über die Straße und darüber können sie dann hüpfen. Wenn man die Brücke aber an der falschen Stelle baut, dann hat weder ein Grashüpfer was davon, noch die Autofahrer, noch die Leute, die dort wohnen und dann war es umsonst. Deshalb muss man vorher mal anschauen, vorher am besten simulieren, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Und wir machen noch ein paar nette Sachen. Das Auto da ist ein 997 Turbo, für alle, die Auto interessiert sind, die wissen, was das ist, ein schnelles Auto. Und der kleine Rote auf dem Dach, das ist mein Sohn, das ist der Jan. Oben drüber in der Überschrift könnt ihr lesen, das ist das Vorherbild
Und jetzt zeige ich euch das Nachherbild. Das ist das Nachherbild. Das heißt, wir haben das Auto auseinandergeschraubt, in seine Einzelteile zerlegt. Und was haben wir daraus gebaut? Einen Fahrsimulator. Das heißt, wir können jetzt in dieses Auto reinsitzen. Wir haben ein Lenkrad. Ich zeige euch das mal auf der nächsten. Na? Nee, habe ich gar nicht. Kommt noch. Also wir haben ein Lenkrad, das man in die Hand nehmen kann. Und man spürt die Kräfte am Lenkrad. Nicht so wie beim Computerspiel. Wir haben ein Gaspedal. Ein aktives, wo man auch Kräfte spüren kann. Wir haben ein Bremspedal. Es ist eigentlich wie in einem normalen Auto. Und sogar Kinder in eurem Alter können damit schon fahren. Und wie das aussieht, habe ich wieder in einem kleinen Video mitgebracht. Das ist der Kollege Florian Seibold, der hier im Porsche sitzt und den fahren darf. Er hat auf dem Forschungsprojekt, in dem das Ganze entwickelt wurde, gearbeitet. Und deshalb durfte er auch fahren. Wir haben also ein paar Strecken modelliert. Es gibt hier den Campus. Wir können über den Universitätscampus fahren. Wir haben eine kleine Stadt, durch die wir fahren können. Und hier eine Rennstrecke. Das ist Laguna Seca, eine Rennstrecke in Amerika. Und da ist er ein bisschen gerutscht, aber ist nicht ganz so schlimm. Ich spule mal vor, damit wir heute noch fertig werden. Ihr wollt ja noch mehr sehen. Also wir können nicht nur auf der Rennstrecke fahren, sondern auch in realen Umgebungen. Wir haben einen Rückspiegel, der funktioniert. Wir haben andere Autos. Habt ihr gerade, ist eins vorbeigekommen. Hier kommt noch mal einer. Ja. Wir haben Fußgänger, die auf den Gehwegen laufen, die auch mal über einen Fußgängerüberweg drüber laufen. Da muss man dann bremsen, sonst wird es unangenehm. Ampeln gibt es. Alles, was man in der normalen im normalen Straßenverkehr auch hat. So, und wenn euch das gefallen hat, wenn ihr damit mal fahren wollt, dann müsst ihr zum Tag der offenen Tür hier an die Uni kommen. Da gibt es ganz viele Dinge zu sehen, nicht nur bei uns. Ja, jedes Institut macht da seine Tore auf und zeigt tolle Experimente. Unter anderem wird es bei uns auch wieder den Fahrsimulator geben und ihr könnt da reinsitzen und selber mal Auto fahren. Oder wenn ihr sportlicher seid, dann kommt ihr mit dem Fahrrad ja, zu uns. Und damit ihr da nicht zu viel streppeln müsst, können wir das Ganze optimieren. Wir haben gerade einen Studenten bei uns, der ist selber Triathlet und fährt zum Beispiel beim Ironman Triathlon mit auf Hawaii und macht dort gute Platzierungen. Und er hat einen Freund mitgebracht, das ist ein Profi-Triathlet, der Johannes Moldan. Und den haben wir auf ein Fahrrad gesetzt, auf dieses grüne Rennrad und mit einem Laserscanner gescannt. Das heißt, wir haben jetzt seine genaue Form, wie er auf dem Fahrrad sitzt. Und daraus konnten wir dann die Luftströmung um den Fahrradfahrer simulieren und ihm genau sagen, wie er sitzen muss, damit er, also rechts im Bild seht ihr verschiedene Sitzpositionen, die hat man alle durchprobiert und ihm dann die beste Sitzposition gezeigt, bei der er am wenigsten Energie braucht und damit am schnellsten seine Runden drehen kann. Gut. Ich denke, wir haben noch Zeit für eine kurze Präsentation. Und wo sollen wir hin? Wir könnten zum Beispiel noch ein bisschen in den Weltraum fliegen. Was haltet ihr davon? Ja? Gut, also. Es dürfen wieder 5 Leute mitkommen. Ne, 6 habe ich ja. Kommst du mit? Ich habe noch eine vorne. Du darfst auch. Gut, kommt mit. Oh.
Wer hat noch keine Brille? Du. Du musst da in die Mitte stehen, stellst dich mal ein bisschen vor. Genau, super. Mal gucken. Wir wollen fliegen. Habt ihr gesehen, wo wir sind? ISS. ISS, richtig. Die Internationale Raumstation oder IRS, Deutsch. ISS wäre dann Englisch, International Space Station. So, und jetzt müsst ihr, wenn ihr hier gekommen seid, dann müsst ihr mir ein paar Fragen beantworten. Und zwar, was seht ihr hier vor uns? Ein Space Shuttle, richtig. Wer es erkannt hat, darf sich gut fühlen. Und dann gehen wir weiter. Fliegen da unten. Habt ihr unten die Erde gesehen? Ja, die zeige ich euch nachher gleich nochmal. Weiß jemand, was das ist? Ein Satellit? Falsch. Marsmännchen auch nicht. Eine Soyuz-Kapsel, das ist die von den Russen, die gerade die Versorgung der ISS sicherstellt. Und hier drüben, das kennt ihr nicht, das ist X-38, das ist ein kleines, war ein Forschungsprojekt, war als Rettungskapsel konzipiert und sollte mal gebaut werden. Teile davon wurden tatsächlich gebaut, zum Beispiel die Nase ganz vorne wurde hier in Stuttgart entwickelt. Da gibt es richtige Prototypen. Wir haben den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre simuliert und Fahrtplanungen zu diesem Fahrzeug gemacht. Und jetzt schauen wir noch ein bisschen weiter. Ah, hier oben sind ein paar Kollegen von uns. Die fliegen auch gerade um die Raumstation. Seht ihr die? So, und jetzt gucken wir mal innen rein. Und so ähnlich könnte es dort in den Modulen aussehen. Aber wir gucken hier mal runter, da geht es weiter. Ja. Aber wir schauen mal da vorne, da ist nochmal ein Kollege, der hier im Raum schwebt. Ach, das ist alles. Also es gibt hier die unterschiedlichsten Module. Hier sind viele Computer und Messgeräte. Also werden Sie hier wahrscheinlich gerade nicht kochen, aber ja, so. Ich hoffe, es wird euch nicht schlecht. Doch, dann macht lieber die Augen zu. Hier haben wir nochmal einen Kollegen. Er hat einen Laptop vor sich. Gucken wir mal drauf, was er so macht. Das ist eher die alte Variante. Und jetzt fliegen wir wieder raus. Gut, und damit ihr heute alle noch was gelernt habt, werde ich euch jetzt was zeigen. Und zwar das hier. Die Erde ist doch eine Scheibe. Ja? Also wenn ihr was mit nach Hause nehmen wollt, ihr könnt hier durchaus noch was lernen. So, jetzt gibt es eine letzte Chance für 6 weitere. Ich darf die Brillen wieder haben. Darf ich die Brille wieder haben? Wir gehen hier außen lang. Bitteschön. Du darfst. Gut. Wer kommt noch? Oh, kommt her. Schnell. Oh. Und du darfst auch noch. Gut, zu spät. Oh. Oh. Flups. Machen wir Flups. So. Nicht, dass ihr denkt, wir würden nur Auto fahren. Wir machen auch andere Dinge. Wer hat die getreckte Brille? Kommst du ein bisschen in die Mitte, bitte? Ja, na, ein bisschen weiter vor. Komm mal zu mir. Trau dich. Jetzt funktioniert's. So, und zwar darf ich euch vorstellen, das hier, das ist Flups. So, und wenn wir ihn ein bisschen anstupsen, kannst du mal lauter machen. Also er lebt hier in so einem kleinen Terrarium und da hat er einen Pool drin und manchmal surft er auch ein bisschen. Ja? Und wenn man ihn dann erschrickt, dann fällt er manchmal auch ins Wasser. Also es passiert ihm eigentlich immer ein Missgeschick. Und jetzt gucken wir mal, da gibt es noch mehr Episoden.
Und zwar auch hier, wir wollen, dass ihr was lernt in der Vorlesung. Kennt ihr das Hütchenspiel? Ja, mit dem Ball und so. Ah, ja. Ja, hier, er kennt das Hütchenspiel, sehr gut. Also, Hütchenspiel auf der Königstraße, müsst ihr aufpassen. Die wollen nur euer Geld. Und genauso er hier. Also auf Englisch heißt es Hütchenspiel Shell Game. Und das ist ja sehr billig, das kostet nur 25 Cent. Er meint also, wir sollen nochmal kommen und ein bisschen mit ihm spielen. Hast du aufgepasst? Ja. Also, dann nimmst du mal her, halt, ganz langsam. Guck mal, da sind zwei Knöpfe drauf, siehst du die? Ja, jetzt zeigst du mal mit dem blauen Strahl auf das Hütchen, wo du meinst, und dann drückst du die linke Taste. Ein bisschen tiefer. Jetzt, ja. Oh, tough luck, friend. Take another pick. War es doch nicht, aber du darfst nochmal. Ja? So, ein bisschen höher. Genau. Close, but no bigger. Wanna go again? Like they say, there's a sucker born every minute. Habt ihr es gesehen? Ja, so machen die das. Gut. Sollen wir noch einen letzten? Einen allerletzten. Also, einer geht noch. Und zwar den mit dem Boot. Naja, der ist. Nice lake. Also ein schöner, der ist redet Englisch, ja. Ist ein schöner See, meint er. Und er hätte eigentlich gerne ein Boot. Wo könnte man denn jetzt ein Boot herbekommen? Also wir sollen ihm mal folgen, ja. Und hier auf dem Schild steht Boats for Rent, also Boote zu mieten. Over here, ja? Sherlock. Klick hier steht da noch, da sollen wir anklicken. Sollen wir das mal machen? Ja? Okay, klicken wir mal. Oh. I feel a little dingy. I'm sorry, that was gratuitous. Okay. Ich glaube, es muss reichen. Ja, für heute. Genügend Flups gesehen. Darf ich? Ich wollte euch nur noch sagen, dass ich das Ganze nicht alleine mache, sondern bei mir in der Abteilung gibt es ganz viele Leute. Die Liste seht ihr hier auf der Folie. Oben da hinten bei den Projektoren sitzt die Jutta Sauer. Die macht immer die Videoübertragung bei allen Kinderunis zu den Eltern rüber. Der Uwe Zimmert steht nebendran an der Kamera. Er macht Videoaufnahmen hier an der ganzen Universität. Und hier vorne, der Wolfgang, den habt ihr schon kennengelernt, der hat die Demo gerettet und schnell alles wieder kalibriert, dass wir noch was sehen konnten. Und der Rest meiner Mitarbeiter, den seht ihr hier auf der Liste. Auch die haben einige der Dinge gemacht. Ich bedanke mich bei euch.